Supported Viva Con Agua. Nagua. 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 Am 18.04.2009, Viva Con Agua in Kassel zum dritten Mal. Das erste Mal sind wir von Hamburg nach Basel zu Fuß gelaufen zum Eröffnungsspiel der Europameisterschaft und haben in Kassel Station gemacht. Ich habe gehört, ja, dass die Hebammen in Hamburg für jede Wassergeburt spenden. Ich habe ja gehört, dass die Mütterpolizei Mützen stricken aller dieser für Viva Con Agua. Ich habe ja gehört, dass diese Jungs heute Musik machen für Viva Con Agua. Also jeder kann sich engagieren. Viva Con Agua ist ein offenes Netzwerk, wie Hip-Hop ja auch. Was hat offenes Netzwerk, Viva Con Agua und Hip-Hop zu tun miteinander? Vielleicht auch einfach das selber machen. Also für uns ist Hip-Hop jetzt nicht nur eine Musikrichtung und das hat genauso könnte man zu uns Punk sagen oder Ska oder Reggae oder was auch immer halt. Beatles, also wegen der Frisur. Könnte man auch sagen, ist uns auch scheißegal. Bei uns kommt es eher darauf an, nicht wie es heißt, sondern was man macht halt. Und vielleicht ist das auch das, was uns miteinander verbindet. Wir machen ja auch alles selbst, von unserer Musik über alles halt, was man von uns hört, ist auch selbst gemacht. Und so habe ich das bei Viva Con Agua auch empfunden, dass es halt nicht irgendwie so eine große Organisation ist, wo alle in Sessel fuhren und irgendwie sich den ganzen Tag lang das Geld von rechts nach links schieben, um dann am Ende des Tages nichts gemacht zu haben, sondern wir haben halt gedacht, wir unterstützen lieber Leute, die auch selbst was auch schaffen. Und das ist vielleicht genau das, was Hip-Hop oder was Punk oder was auch immer ist. Ja, und da bilden wir eigentlich die Schnittstelle im gewissen Maße, weil wir sind heute hier, ihr seid heute hier und wir sprechen auf unsere musikalische Art und Weise zu den Leuten und versuchen, die positiv zu stimmen, damit sie positiv an das Projekt glauben. Also wie gesagt, das Ganze ist eine Benefizveranstaltung, aber wir sind natürlich hier zum Feiern und um uns zu bewegen und deswegen mache ich mal ein kleines Warm-up. Yo, Mal LB, warum unterstützt du Viva Con Agua? Ich finde Viva Con Agua ein sehr cooles Projekt. Also einmal, dass es von jungen Leuten inszeniert wurde und einfach Leute, die das Gefühl haben, man muss was machen, man muss die Privilegien, die wir haben hier in der westlichen Welt auch nutzen, um anderen Leuten zugute zu kommen zu lassen. Und es ist einfach total wichtig. Ich meine, wir hier, wir spülen sogar mit sauberem Trinkwasser unsere Scheiße runter und andere Leute haben es nicht mal zum Trinken. Und den Ansatz finde ich einfach gut zu sagen, Wasser ist einfach ein Grundrecht, Trinken ist ein Grundrecht für jeden und das sollte auch jeder kriegen, also sauberes Trinkwasser. Und deswegen unterstütze ich und unterstützt meine Band Viva Con Agua. Ihr könnt mitmachen, ihr könnt auf Festivals gehen, Pfandbecher sammeln. Ihr könnt Hebammen unterstützen, die für jede Wassergeburt spenden. Ihr könnt Münzen stricken, ihr könnt machen, was ihr wollt. Unterstützt Viva Con Agua, seid dabei, habt Spaß. Kassel, are you ready? Und das war noch dazu für einen guten Zweck. Und wann gibt's das mal? Bitte schön, ja. Mir hat's hier bei Viva Con Agua auf jeden Fall so gut gefallen, dass ich auf jeden Fall das nächste Mal wiederkomme. Mir ist noch eine Sache wichtig, weil im Vordergrund stehen natürlich oft auch prominente Gesichter, die Viva Con Agua nach außen hin kommunizieren, so wie jetzt auch hier die Frontzoll von K-Rings Brothers und Mal LeVe, sein Bruder fehlt leider, kann nicht hier sein. Aber es gibt einen Mann, der auch auf der Toilette steht, das ist Bernd, den würde ich gerne mal begrüßen, weil das sind die Gesichter, die wirklich das eigentlich möglich machen, was Sound ausmacht, nämlich die Technik. Und Bernd macht auf jeden Fall einen Spitzenjob. Viva, Viva Con Agua, K-Rings Brothers, Mal LeVe sind am Start.